Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 93 von Star Vector mit dem Mod Ironclads. So, wo müssen wir hin? Zur Station wollten wir, genau das war's. Dann fliegen wir da auch hin. Und da sind wir. Wir haben eben noch, oder beziehungsweise eben nicht, sondern in der letzten Folge Sprit geholt und Supplies. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen zulangen. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Confirm. Ja, das ist zum Abbauen da, das brauchen wir alle nicht. Dann können wir hier schon wieder raus. Das war's. Und ja, wo fliegen wir hin? Gute Frage, ne? Ja, ich glaube, die Low-Tech-Components, die könnte man auch hier verkaufen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht. Können wir ja mal gerade nachgucken. Stopp. Industrial Equipment, gleich schon wieder gemacht. Dann können wir das ja nochmal mitnehmen, oder? Gut. Leave. Und dann da oben nochmal hin. Nehmen die Low-Tech-Components an. Ich glaube, ja, das war hier, ne, oder? Müssen wir mal schauen. Ne, Industrial Equipment. Ne, das will ich aber dann nicht. Das brauchen wir für unsere Produktion von Treibstoff und so, ne? Leaf. Dann müssten wir zu dem nächsten Sprungtor, was sich dort befindet. Gut, okay. Supplies rennen natürlich runter, wer weiß wie. Hätten wir vielleicht doch noch welche kaufen müssen. Naja, wir werden sehen, das Sprungtor ist da schon. Eigentlich müssten wir es schaffen, bis wir zu unserer zweiten Station da kommen. Low-Tech Components waren wieder da, ne? Da wollen wir hin. Können wir ein bisschen rauszoomen noch? Ne, nur reinzoomen geht. Okay. Fliegen wir da mal hin. Das wird hier ein bisschen knapp, ne? Aber sonst geht's, ne? Das zweite rennt ja auch wie bekloppt runter, aber das müssten wir eigentlich reichen. Okay. Da ist unser Ziel. Dann da mal reingeflogen. Jump Point. Und wo sind wir? Da. Dann fliegen wir mal als erstes zur Station daneben. Zur Mining Facility. Kaufen da mal gerade schnell Supplies ein, ne? Obwohl, Blödsinn, die kriegen wir da. Was können wir denn hier? Industrial Equipment hätten wir ja auch verkaufen können. Leaf. Darüber. So, Transfer Cargo. Das kriegen die. Das kriegen die auch. Das bekommen wir. Das auch. Das auch. Und das auch. Confirm. So, 1000, 2000, die haben 3000 davon. Also die müssen wir hier wahrscheinlich gar nicht mehr anliefern in Zukunft, ne? Das bringt schon mal nicht, ne? Liegt hier noch ein Schiff? Ja. Das nehmen wir auch noch mit. Gut, und dann fliegen wir... Was war das? Supply Depot nicht, aber hier ist noch was, ne? Military Outpost, da fliegen wir hin. Da können wir vielleicht was verkaufen, ne? Müssen wir mal gucken. Obwohl, Military Outpost, die wollen bestimmt Waffen haben oder verkaufen Waffen. Ja,
wir werden es gleich sehen. Nix wollen sie haben. Special Offers. Automatischen Karte da. Biosource Ships. Ja, da können wir unseren dicken hier kaufen. Haben wir nicht genug Geld für, aber wir hatten noch so einen Frachter gerade mitgenommen, den wir sowieso nicht mitnehmen. So, hier Sell erstmal, ne? Der hier ist das. Den verkaufen wir doch erstmal. Okay. Und haben wir noch was? Was war das für einer? Destroyer. Destroyer. Und das ist auch noch einer. Und was ist das? Ein Carrier, Custom Carrier. Der hat diese Fleet Decks, ne? Flight Decks, ja. Gut. Das können wir erstmal so lassen. Das Einzige, was wir noch machen können, wir können ja erstmal hier noch was verkaufen. Das weg und das weg. Das sind nochmal 15.000. Confirm. Das sind 120.000. Vielleicht können wir hier noch was loswerden, oder? Machen wir nochmal 100 davon. Und 100 davon. Und da sind dann nochmal 6.000. Gut. Und dann gehen wir auf Fleet. Dann kaufen wir uns so ein. Okay. Und dann müssen wir auf Refit. Der ist es, ne? Ja. So, und dann müssen wir da mal reingucken. Ja. Dann nehmen wir mal so ein. Und hier. Wie funktioniert das? Energy, High Explosive. Oh, das hört sich besser an. Nehmen wir das. Achso, hier Halmut. Defecation. Burn Regulator auf jeden Fall. Das ist alles, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Warte, jetzt haben wir hier noch was gekauft, ne? Sehe ich schon, den wollen wir doch gar nicht hier, den Cargo Bay. Na super, alles weg. Wo ist der Burn Regulator? Den hatten wir schon mal. Das war alles nichts. So, da weiter runter. Und das ist Expertensystem. Das ist also weniger Crew und Autofire wird auch noch erhöht. Hört sich ja nicht schlecht an, ne? Ah, gives all small non-missile weapons ability. Okay, das nehmen wir mal mit, das hört sich gut an, ne? Und, was haben wir noch? Targeting Core. Schilder, die wollen wir haben, die können wir alle mitnehmen, die da sind. Einer ist noch. Sogar zwei noch. Die nehmen wir alle mit. Was haben wir dann noch? Extended. Advanced Optics. Ne, das will ich nicht. Das ist doch nett. Und das untere.
Expanded Magazines muss auch noch mit. Gut, und dann müssen wir noch ein paar Waffen da rein basteln, ne? Was haben wir denn hier? Ja, Geld müssen wir aufpassen, ne? Linkstream Cannon. Hört sich gut an, nehmen wir mal mit. Und der zweite hier. Hört sich auch gut an. Was sind das für welche? Ein Beamer hier. Kostet aber viel Geld. Den nehme ich aber trotzdem. Den aber nicht. Da gibt es noch einen Heavy Beamer. Der kostet nochmal 3000. Den nehmen wir auch. So, und dann machen wir hier mal so kleine Sachen rein. Was ist das hier? Ne, machen wir das da, genauso wie da. Dann nehmen wir hier noch. Ne, nehmen wir nicht mehr. Wir haben nicht mehr Geld. Wir müssen auch noch Personal haben, ne? Das auf Auto. Okay. Also den Rest müssen wir irgendwann später einbauen, wenn wir mehr Geld haben. Crew fehlt uns nämlich noch. Und zwar. Oh. Da gibt es nur Regular-Truppen. Und da haben wir nämlich nicht mehr genug Geld für, wie man sieht. Ja, da müssen wir hier noch was verkaufen, ne? So, geht sogar jetzt auf, oder was? Ja, dann confirm. Charakter, wie sieht's da eigentlich aus? 70, 956, 76, 600, also knapp 6000. Das hatten wir. Das ist alles gut erstmal. Crew Cargo. Dann fliegen wir wahrscheinlich nochmal dahin. Und da holen wir noch den ganzen Sach schon. Das war bestimmt noch irgendwas anderes, oder? Jetzt habe ich das da drauf geklickt. Jetzt fliegen wir da erstmal runter. Warum, was ist das jetzt für ein Problem? Haben wir nicht genug Punkte oder was? Gibt es eine Station unterwegs, die wir anfliegen könnten? Nicht wirklich. Gut, gehen wir da erstmal rein. Da ist schon wieder Fuel. Supplies aber nicht. Confirm. Müssen wir hier noch ein Schiff lassen, oder was? Ein Frachter. Ja, da haben wir hier 2% jetzt, ne? Okay. Das heißt, wir haben wieder viel zu viele da mit unterwegs.
Das reparieren wir. Guck mal, hier wären auch die einfachen gewesen. Naja, egal jetzt. Können wir hier noch was verkaufen? Ich denke mal, so ein bisschen machen wir auf jeden Fall. Confirm. Dann da raus. Leave. Dann zum Sprungtor. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen, ne? Aber das Ganze machen wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.